Catchers und bis euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für und in diesem Video zeigen wir Call of Duty Modern Warfare 3. Freunde, ich habe gerade Call of Duty gestartet und dieser Bildschirm hier hat mich begrüßt. Ich will nur erwähnt haben, das Spiel ist ab 18 und es ist ein Shooter-Game. Meine Damen und Herren, willkommen bei Call of Duty X Minecraft. Retro Warfare. Mit diesem 8-Bit-Event kannst du EP verdienen und Belohnungen freischalten. Wähle deinen Charakter aus und nutze 8-Bit-Skins für Ghost, Soul, Price oder Pharah aus dem Tracer-Pack. Es gibt einen Trailer? Wait, what? Willkommen bei Bit-Party. Bro, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel auf dem Handy kennt, Freunde, aber es ist einfach Pixelgun. Neue Liste, Modifikator. Das soll ein Witz sein, oder? Bro, was schaue ich? Season 4 Bit Party. Digga, habe ich gerade das falsche Game gebootet? Bit Party. Töte den Feind und dein Kopf wird größer. Ich wünsche, etwas anderes würde größer werden. Töte Feinde mit großen Köpfen, um mehr Punkte für dein Team zu verdienen. Alright, Freunde, ich würde mal sagen, wir jumpen rein. Bit Party. Es sieht absolut dämlich aus. Wir jumpen rein. Let's go. Man sieht auch im Shop, wenn wir mal kurz in den Shop reingehen, dass man einfach diese Skins kaufen kann. Für 3000 S-Coins bekommt ihr den 8-Bit Ghost, 8-Bit Price, 8-Bit Soap und 8-Bit Pharah. Ich muss ehrlich sagen, Freunde, von den vier Charakteren sieht Pharah am beschissensten aus. Alright, von Digga, sieht das scheiße aus. Würde man jetzt nicht viel Ahnung haben von Call of Duty, würde man jetzt denken, dass man irgendwie in einem Fake spielt. Man würde jetzt nicht glauben, dass das hier Call of Duty ist. Wait, man jumpt doch höher. Let's go. Oh mein Gott. Ja, perfekt, ja. Ich komm nicht. Wladimir Putin holt mich. Oh, nee, sorry. Wladimir Putitin. Sorry. Das ist sein Zwillingsbruder. Man muss sagen, Freunde, das ist ein Vibe. Okay, man sieht unten links jetzt, ich habe den größten Kopf. Ich weiß, ob man es sehen kann. Ich selber kann meinen Kopf nicht sehen, aber ich bin mal gespannt, wie groß ist mein Kopf. Achtung. Achtung und... Digga, ich habe so einen fetten Schädel wie in Real Life. Also ich muss sagen, die Map ist eigentlich giga-arsch. Das ist, glaube ich, die Rio-Map. Ich hasse die Map über alles, aber in diesen... Ich muss sagen, diese 8-Bit-Version ist schon ziemlich sexy. Also es ist wirklich, fühlt sich an wie eine neue Map, ist schon ziemlich sexy. Ich versuche mal hier einen Sniper-Schuss rauszuhauen. Achtung, 360. Warte, 360 in dem neuen 8-Bit-Modus. Achtung. 3, 2, 1... Oh mein Gott, was? Digga, Freunde, wer ist Parmarsch? Ich bin's. Ich bin's. Catch my ass. Das klang jetzt nicht so cool. Also, falls ihr hier snipen könnt, Freunde, ich glaube, hier könnt ihr diesen ein oder anderen Sniper-Hit landen. Hier zu snipen ist, glaube ich, geisteskrank geil. Es ist, glaube ich, richtig krass. Probiert unbedingt snipen aus, wenn ihr es könnt. Es ist auf jeden Fall ziemlich sexy. Wenn mir jemand vor 12 Jahren gesagt hätte, dass Call of Duty irgendwann so aussieht, ich hätte ihn für verrückt gehalten. Ich hätte ihn einfach für verrückt gehalten. Ja, es ist so ein Mix aus Pixelgun, Minecraft, Call of Duty, obvious. Es ist einfach nur geil. So, gehen wir mal in die Stellung rein. Moin. Wait, man kann doch nicht durchschießen? Bro. Bro, was? Das sind fette Löcher. Wieso kann man da nicht durchschießen? Was krass wäre, Freunde, wenn man jeden Skin als 8-Bit benutzen könnte. Ich würde Retalk dafür 10 Euro zahlen, dass man so umwandeln kann. Das wäre so geil. Okay, also mein Aim ist wirklich nicht am Start. Aber sein Modus ist schon ziemlich geil, Freunde. Zockt ihn auf jeden Fall unbedingt, solange er draußen... Zockt den neuen Modus, solange er draußen ist. Auf jeden Fall ziemlich sexy für zwischendurch dieser Modus. Mua, köstlich, schmöchtlich. Ich finde irgendwie, die hätten auch hier noch mehr... Oh, wobei... Doch. Größere Köpfe, besser zum Snipen. Wie gesagt, Freunde, falls ihr es gut seid mit der Sniper oder Snipen liebt, zockt diesen Modus bitte. Wie sie hier alle rumspringen, wie so fucking Idiots, es ist krass, es macht so Spaß. Ich versuche jetzt mal durchgehen zu snipen. So viel zum Thema durchgehen zu snipen. Vier Headshots in diesem Modus zu verteilen, Freunde. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was es gibt. Also, Freunde, falls ihr Bock habt auf Atomic, unbedingt diesen Modus ausprobieren, denn in diesem Modus ist es einfach nur perfekt. Wait, wir spielen Stellung und wir haben mit 251 gewonnen? Wait, seit wann geht die Stellung über 250? Was? Versuche jetzt in der nächsten Runde komplett nur, Digga, Fireplay, schau mir wie scheiße sieht Pharah bitte dieses Spiel aus. Es ist so schlimm. Zweite Runde, Freunde. Jetzt nur noch Sniper-Action. Ich versuche den einen oder anderen Quickscope zu landen. Ich bin mal gespannt. Ganz rüti i dich inne. Ganz rüti i dich inne. Was heißt das? Digga, Price wird doch jetzt... Der will mich gleich boxen. Oha! Ja, also ich sag mal so, Freunde, hier zu snipen ist, glaube ich, am einfachsten. Es macht geisteskrank viel Spaß. Man sieht die Gegner hier viel besser. Es fühlt sich alles... Ich muss ehrlich sagen, ich würde es cool finden, wenn sie diesen Modus hier oder diese Map hier für immer drin lassen würden. Oh, da ist jemand drin. Moinsen. 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 Was habe ich gerade gemacht? Das war peinlich.
Captain Price mit der Shotgun in der 8-Bit-Version. Ist das krass, ey. Ich komme nicht auf diesen Modus klar. Dieser Modus ist so geil, Mann. Komm mal, im Sprung. 360. Digga, ich liebe Snipen. Freunde, ihr müsst mehr snipen. Vor allem diesen Modus hier. Snipen ist wirklich das Geilste, was COD zu bieten hat. Es macht einfach nur geisteskrank viel Spaß. Und vor allem diesen Modus hier. In diesem Modus zu snipen ist noch einfacher, als ihr denkt. Ja gut, also wenn vier Leute auf dich schießen, ist jetzt Snipen jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber ihr checkt schon. Vor allem, wenn man stirbt, ist auch so ein geiler Sound. Hört mal genau hin, wenn jemand stirbt. Achtung! Das ist schon geil. Ich find's auch so geil, dass man auch ein bisschen mehr hier... Ich find's so geil, dass man auch hier so länger hüpfen kann. Also zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber COD hat schon öfters mal geile Modi rausgebracht, aber dieser Modus ist einfach nur geisteskrank geil. Holy shit. Und ich weiß nicht, Freunde, ob ihr es oben links seht, aber das Spiel hier, falls ihr einen schlechteren Laptop habt oder einen schlechten PC habt und bei euch ruckelt COD oder ihr könnt es kaum spielen, zockt diesen Modus, weil ich glaube, Retalk, dadurch, dass alles hier ein bisschen, naja, pixelmäßig ist und 8-Bit halt, läuft das Spiel viel, viel flüssiger und die Leute sterben schneller. Also, der zweite Punkt jetzt nicht, aber ja. Ich nehme gerade ein Video auf, wo es draußen 33 Grad sind. Ich weiß, die Öl gerade vor mich hin. Ich sag mal so, den einen oder anderen Sniper-Hit. Den einen oder anderen Sniper-Hit treffe ich trotzdem, obwohl wir draußen 50.000 Grad haben. Da soll mir einer nochmal in die Kommentare schreiben, dass die K98K besser ist. Als die Morse. Freunde, die Morse ist die beste Sniper. Ob Warzone oder MW3, Morse ist die beste Sniper. Warte mal, verlieren wir gerade? Wie können wir das Spiel gerade verlieren? Wir rasieren die komplett, hä? Freunde, die Runde war zwar vielleicht eine Niederlage, aber wir haben den ein oder anderen saftigen Sniper-Schuss. Oh, das sah brutal aus. Aufhören würde ich mal sagen, das Video, das geliked, oder schreibt mir gerne rein in die Kommentare, habt ihr schon diesen Modus gezockt? Wie gesagt, zockt diesen Modus, solange er noch am Start ist. Packt die Sniper raus, habt Spaß in diesem Modus. Es ist wirklich krass, Freunde. Lasst geliked, oder wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.